Ja, Leute, was geht ab? Mein Name ist IWCD. Manchmal, da hasse ich mich selber, Leute. Es ist gerade wieder 19:15 Uhr, also 19.45 Uhr und ich bin gerade auf dem Weg in den Baumarkt, der, wie ihr wahrscheinlich alle schon wisst, ihr kennt die Öffnungszeiten ja besser als wahrscheinlich und die Mitarbeiter, der um 20 Uhr zumacht tatsächlich. Ich bin wieder so spät und habe alles wieder extrem rausgezögert. Manchmal könnte ich mir selber so ein bisschen in den Arsch treten, wenn ich nicht so richtig in die Gänge komme. Ich habe den ganzen Tag tatsächlich damit verbracht, viel rumzugucken und so weiter, was noch alles möglich wäre im UFO, was ich noch machen könnte in meinem Zimmer und wie ich das machen könnte. Ich will euch da gar nicht spoilern jetzt über meine Gedanken oder das, was ich schon so ein bisschen geplant habe. Das soll alles noch so ein ganz kleines bisschen Überraschung werden. Ich will auf jeden Fall noch einige Sachen bestellen tatsächlich, anstatt immer zu den jeweiligen Orten zu fahren. Man bekommt natürlich auch nicht immer alles irgendwo um die Ecke, sondern manches gibt es halt auch einfach nur im Internet. Ja, die Friese sitzt glaube ich auch nicht. Es ist irgendwie extrem windig in Köln. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich weiß nur, dass ich mich jetzt erstmal beeilen muss und wir dann in den Supermarkt gehen. Und ich weiß, dass Supermarkt, ich bin für den Supermarkt gemacht. Ich meine natürlich den super Baumarkt und ich weiß auch, dass meine kleine Kamera kaputt ist und das mit dem Filmen wird jetzt wieder ein bisschen, ach Leute, egal, ihr werdet schon bestimmt einen geilen Ausschnitt sehen. Was war das wieder für ein Start? Leute, ich bin mal so frei und vlog jetzt hier einfach im Baumarkt. Was ich gerade kaufen möchte, sind so Kabelschellen, nennen die sich. Also sowas hier, das sind so quasi Befestigungen für Kabel, wenn man die an der Wand quasi festmachen will. Hier sieht man es auch so ein bisschen auf dem Bild drauf. Genau, sowas werde ich holen in allen möglichen Dicken sozusagen, damit ich meine Kabel in Zukunft direkt an die Wand pappen kann. Ganz offensichtlich, damit die nicht einfach so rumliegen. Ich habe mir nämlich noch die Kabel momentan vom Sturmwaffel geborgt, also die Dreifachsteckerverlängerung und so weiter. Habe ich jetzt meine eigene mit, zeige ich euch gleich. Und jetzt brauche ich noch diese Schellen. Boah, die gibt es sogar in richtig fett. Leute, da habe ich jetzt hier das ganze Zeug gekauft, also das ist wirklich nicht viel. Auf jeden Fall sagt da gerade die Kassiererin zu mir in der an der Kasse. Und das ist fürs UFO. Ja, richtig, stimmt. Also schöne Grüße auf jeden Fall nochmal an dich, falls du gerade das Video siehst. Ich war ein bisschen verwirrt tatsächlich. Also da weiß auf jeden Fall die Kassiererin auch schon Bescheid hier, wofür das Ganze hier ist. Und natürlich, weil ich auch wieder so spät dran bin. Ich habe nochmal ein paar Kabelbinder geholt, also nichts Besonderes. Ich wollte als Backup, Kabelbinder kann man immer mal gebrauchen, ne? Weiß man nicht. Ich beginne mit so einem kleinen Kabel-Setup hier, ne? Und halt diese Schellen, um die Kabel halt an der Wand zu befestigen, plus... Oh, ich dachte gerade, ich hätte die Mehrfachsteckdosen mit vergessen. Aber die habe ich natürlich mit, die zeige ich euch dann gleich. Ich überlege gerade, ob ich noch wieder in ein Möbelhaus fahren soll. XY. Ja, was sagt denn die Uhr? Eigentlich gar keine Zeit. Wenn ich jetzt ins UFO fahre und dann noch wieder weg, dann bin ich zu spät. Egal, ich fahre jetzt erstmal ins UFO. Das ist mir, das ist sonst alles, Ich habe den Stecker vergessen. Oh nein, ich wollte im Bauhaus doch diesen Stecker kaufen, damit das Rollo... Nicht mehr, ach, ich brauchte doch noch einen Stecker fürs Rollo. Och Mann. Das Ding habe ich jetzt ohne Witz schon das dritte Mal oder so vergessen. Warum vergesse ich das denn immer? Ich habe auch keine Weg. Vielleicht finde ich noch irgendwo ein scheiß Kabel. Dann schneide ich das auf und dann mache ich das mit den Kabeln selber. Ich habe doch irgendwo, habe ich doch bestimmt noch einen Stecker rumfliegen. Och, hätte ich das gewusst, hätte ich einen von zu Hause mitbringen können. Ach Mann. Jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal angekommen. Nee. Ja, raus jetzt. Bringst du jetzt noch Ungeziefer mit ins Haus, oder was? Ist das eine Putzkraft, oder? Ach, nee. Ist es Izzy? Also, ich hab's gerade schon abgecheckt. Das hier, das hier ganz oben, das ist zwar hohl, aber ich glaube, das ist kein Holz. Also, das ist irgendwie nicht so eine Rehgipson wie hier. Das kann man ganz deutlich hören, sondern hier oben ist es zwar hohl, aber... Ist auch überall unterschiedlich hier. Da. Auf jeden Fall klingt das alles ein bisschen härter als Holz, deswegen wird mir das zu aufwendig. Ich wollte nämlich hier oben was mitmachen, aber ich würde sagen, das müssen wir tatsächlich vertagen. Das wird alles ein bisschen zu aufwendig und es ist auch mal wieder zu spät. Ich bin aber auch schon wieder spät, Leute. Also mit dabei, neben den Sachen, die ich gerade gekauft habe, habe ich auf jeden Fall noch... Nicht mein Stativ fällt mir gerade wieder ein, das habe ich schon wieder zu Hause vergessen, aber Mehrfachsteckdosen, Kabel für die Mehrfachsteckdosen, ja... Und das war's eigentlich auch schon. Ihr merkt schon, das wird ein sehr produktiver Abend heute. Aber das Gute am Gemeinschaftsbüro ist natürlich, man kann einfach Sachen von anderen Leuten klauen, die das Gleiche machen. Also ich meine jetzt Videos produzieren, deswegen haben andere halt auch so Stative. Boah, ich bin so müde. Ich bin schon wieder so müde, Leute. Nimmst du gerade auf? Ja. Ja, ja, das ist von mir. Lass kalt an. Hey Sascha, wenn ich dich filme beim Lachen, ne? Läufst du mir dann hinterher? Bedrohst mich und klaust mir meine Speicherkarte? Ja, wenn ich was kaputt mache, dann deine Speicherkarte. Guck mal, das sieht super professionell aus, oder? Aber eigentlich weiß ich nur, dass ich den einen Knopf drücken muss. Ja, ey, ja.
Ich glaube, ich habe Izzy schon 1,5 Jahre nicht mehr gesehen. Das letzte Mal auf der Gamescom. Ja. Ja. Auf kann, der Gamescom. Kann gut sein, ja. Und ich muss sagen, du hast dich... Nein, wir haben uns noch mal gesehen. Was musst du sagen? War das nicht da, wo Izzy sogar von den Securities weggezogen worden ist, weil er sich so anders verhalten hatte? Als ich noch gebrochen habe dann, ne? Ja, weil du auch keine Hose hattest und überall rumgeschrien hast, mein Schwanz! Also mein Plan ist es jetzt, diese Kabel in eine Dreifachsteckdose einzustecken, beziehungsweise das Kabel in diese Steckdose hier zu stecken und dann mit dieser Kabelführung das Ganze halt schön säuberlich nach unten und dann jeweils nach links und einmal nach rechts zu führen, einmal bis nach ganz hier oben, weil hier oben soll schon auch noch eine Steckerleiste hin. Hier kommt ja auch nochmal was hin, damit man hier chillen kann. Und dann brauche ich da oben, glaube ich, Strom. Oder ich pappe mir das hier unten drunter, hier unten diese Steckerleiste. Dann hätte man von hier oben aber trotzdem immer noch das Kabel vom Rollo, was hier runter geht. Aber vielleicht ist es echt schlauer, das hier drunter zu pappen oder irgendwie hier unten zu verstecken. Ah, ich guck mal. Jetzt muss ich erstmal checken, ob die Dinger, die ich gekauft habe, überhaupt groß genug sind für die Kabel. Es gibt ganz kleine, mittlere und große. Und die ganz großen habe ich jetzt gar nicht gekauft, weil ich dachte, so fette Kabel habe ich eh nicht. So groß. Und jetzt kommt's. Kabel. Ah, passt perfekt. Okay, Leute. Passt perfekt rein, Leute. Frage mich ohne Witz, ne? Wie kann es sein, dass es diese Dinger nicht in schwarz gibt? Ich meine, fast alle Kabel sind doch schwarz, oder? Wieso gibt es die nicht auch in schwarz? Ist es nicht irgendwie viel logischer? Leute, ich habe Aua gemacht. Au, Mann! Alter, sieht echt eklig aus. Eigentlich krass, ne? Es blutet da drin. Es kommt nicht raus, aber da drin blutet's. Eigentlich viel hygienischer, sollte öfter so sein. Ich habe jetzt die Kabel verlegt, insofern es halt nötig war. Ich habe ja noch nicht so viel Elektrozeug, deswegen hält sich das alles in Grenzen. Ich habe einmal das Kabel von hier, was einfach straight bis nach darüber geht, halt mit diesen weißen. Klar, das sieht jetzt nicht irgendwie so ganz so cool aus, weil die halt weiß sind und schwarz viel angebrachter wäre bei einem schwarzen Kabel. Aber ich weiß gar nicht. Ehrlich gesagt finde ich das gar nicht so schlimm und ich würde mir auch abgewöhnen, auf so Kleinigkeiten zu achten. Denn sowas, wie gesagt, soll alles so ein bisschen industrieller aussehen und einfach funktionell. Ist total Wurst, Leute. Wollen wir nicht pingelig sein? Hier unten aus dem Bodentank kommt dann auch nochmal das eine Kabel, das geht einfach straight hier rüber, geht halt einfach nicht anders. Anders kann man es nicht rauskommen lassen, das ist der große Nachteil am Bodentank. Sie sind einfach mittendrin, mitten im Raum. Und ja, der geht einfach hier rüber und dann geht er auch hier straight bis an die Seite. Und hier oben habe ich dann die Steckerleiste festgemacht, beziehungsweise die liegt gerade einfach nur oben auf der Heizung drauf. Man kann von hier hinten immer noch drankommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier bald mal, wenn ich mal nicht den Stecker vergesse, einen Stecker habe, dann kann man den hier unten, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich da jetzt nicht echt drankomme, aber dann kann man das hier unten so reinstecken und dann sieht man das auch alles nicht so krass, weil das die Heizung davor ist. Da kann man das alles noch so ein bisschen dahinter legen. Deswegen passt das alles. Theoretisch hätte ich es auch oben laufen lassen können, das ganze Kabel. Momentan läuft es ja nach ganz unten, aber dann hätte ich es hier irgendwie so nach oben laufen lassen müssen und hier hätte ich dann das nicht richtig befestigen können, hier hätte ich nicht hammern können, das heißt, ich hätte das hier außen gemacht und wenn man dann reinkommt, sieht man da vorne direkt so ein Kabel und so, das finde ich dann irgendwie auch nicht ganz so cool. Deswegen glaube ich, passt das eigentlich. Wie gesagt, Stecker kann ich leider nicht dran machen, den muss ich einfach noch kaufen. Mal wieder vergessen. Nächstes Mal denke ich dran. Alles andere, was jetzt hier noch irgendwie gemacht werden muss und noch hinkommt, das ist ja noch ziemlich viel, bin ich alles noch so ein bisschen am Planen, wie gesagt. Also da bin ich noch ein bisschen am Messen, am Planen, am Gucken, am Tun, am Machen. Was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, ist, dass wir jetzt mittlerweile ja zweifaches Internet haben. Also den Router hatten wir ja schon hier. Das ist von einem Provider, also von einem Internetanbieter. Und hier haben wir noch einen zweiten tatsächlich. Das heißt, wir haben jetzt zweifach Internet. Das Internet ist, glaube ich, 200er Download und 20er Upload. Und das ist auf jeden Fall ein 40er Upload. Ich glaube aber nur ein 100er Download. Irgendwie sowas um den Dreh tatsächlich. Das Ding werden wir nur benutzen. Also den 40er Upload werden wir halt nur zum Uploaden benutzen. Oder wenn halt einer mal streamt. Und den 200er Download bzw. 20er Upload, was in dem Fall nicht so wichtig ist, werden wir dann komplett für ja, Gaming etc. runterladen halt nehmen. Also so mit so einem 200er oder ist es ein 400er Download? Nee, ich habe es gerade nochmal gecheckt. Das ist auf jeden Fall ein 200er Download. Aber ganz ehrlich, wenn man selbst zu viert irgendwie gleichzeitig spielt, was glaube ich sowieso fast nie vorkommen wird hier im UFO, dann kann man immer noch mit einem 200er Download kommt man da glaube ich immer noch ganz gut klar. Ich werde jetzt das neue Internet, was wir hier am Start haben, werde ich jetzt nochmal umbenennen. Das ist ja wieder, ihr kennt das ja, wenn das mal so komisch benannt ist und wenn da dieses Passwort ist, was da hinten draufsteht und so. Alles viel zu kompliziert, das werde ich jetzt nochmal eben machen.
So Leute, ich habe das ganze WLAN jetzt nochmal eingestellt und so weiter, bis ins kleinste Detail, fein säuberlich alles benannt und so weiter und so fort. Ich habe mal auf Twitter geschaut und da hat uns der Dave Designs geschrieben, also der hat alle UFO-Mitglieder sozusagen getaggt und der hatte schon mal einen Designvorschlag gemacht für unseren Creators-Kanal auf YouTube. Es gibt ja den Creators-Kanal, ich muss mal anfangen, den auch jedes Mal unten in der Videobeschreibung zu verlinken, das habe ich nämlich, glaube ich, vergessen, den habe ich ja mal gemacht. Momentan bin ich auch der Einzige, der bis jetzt da Videos hochgeladen hat, glaube ich, aber die anderen werden auch noch was hochladen, das kommt immer nach und nach halt, ne, wenn den dann noch mit einziehen wird und so weiter und so fort. Wenn es hier so ein richtiges UFO-Leben bald gibt, dann werden die anderen wahrscheinlich auch mal was hochladen. Auf jeden Fall hat der Dave Designs uns noch einen zweiten Designvorschlag gemacht, den ich echt mega, mega nice finde, Leute. Zieht euch das mal rein. Das hat er innerhalb von 3 Stunden, wie er getwittert, einfach so gemacht. Er hat geschrieben, es ist vollbracht nach guten 3 Stunden. Wie findet ihr es, Creators, und dann uns alle getaggt, Leute? Ich finde es sehr, sehr nice und er hat jetzt auch nochmal nachträglich getwittert, dass wir das übernehmen können für den Kanal. Alter, ich komme nicht mehr klar, es ist so dunkel, ich sehe überhaupt gar nicht die Schärfe. So, er hat auf jeden Fall gesagt, dass wir das Design gerne übernehmen können. Deswegen großes Dankeschön an den Dave Designs. Der hat auch einen YouTube-Kanal, könnt ihr ja auf jeden Fall mal auschecken. Der ist natürlich auch gleichnamig. Ich würde jetzt mal das Design vom Dave Designs nehmen und es auf unseren Kanal packen. Also ich nehme das Kanaldesign von ihm und schiebe es auf unseren Kanal. Kanalbild hinzufügen, Foto vom Computer auswählen, reinpacken, es wird hochgeladen, zack, boom, da ist es am Start. Sehr nice. Jetzt müsste man eigentlich aber noch ein Kanalbild hier irgendwie ein bisschen ändern. Also das Avatar sieht jetzt nicht ganz so nice aus in der Kombi. Das hat er auch mal irgendwie auf Twitter gemacht. Leider weiß ich gerade den Namen nicht mehr. So, ich passe das Design noch ein ganz kleines bisschen an. So. Gehe hier auf Bearbeiten. Kanalsymbol bearbeiten. Foto hochladen. Creators Avatar. Und auf die Schnelle mal einfach gerade den Browser wechseln. Und boom, das ist am Start. Jetzt passt auch alles richtig gut zusammen. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall großes Dankeschön an den Dave Designs, dass du das für uns gemacht hast. Ich verlinke euch den YouTube-Kanal von Dave Designs einfach mal unten in der Beschreibung. Den könnt ihr ja mal auschecken und mal ein Danke da lassen. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank dafür. Und ja, das war's jetzt schon wieder mit dem heutigen Video tatsächlich. Ich weiß, es ist echt nicht so krass viel passiert, aber ich bin irgendwie extrem müde. Wir haben Samstagabend, den kann man auch eigentlich ein bisschen nicer verbringen als ein paar Kabel verlegen. Aber dafür geht's dann im nächsten Vlog wieder richtig los, hoffentlich. Da kann ich ja nochmal richtig Gas geben. Das hat heute nicht so richtig geklappt mit dem noch ins Möbelhaus fahren und so weiter. Und noch ein bisschen anderes Zeug ist noch ein bisschen in die Quere gekommen, was ich dann doch nicht mehr umsetzen konnte. Aber ich wollte trotzdem für euch noch ein Video liefern. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann drückt doch den Daumen nach oben, checkt auch den nächsten UFO-Vlog dann wieder aus. Und dann würde ich sagen, Leute, take this easy. Oh, mit Licht? Mit Licht von meiner neuen Lampe, Leute. Take this easy. Nehmt das Leben nicht zu ernst. Oh, die ist ganz schön warm. Macht's gut und...